Als an Jesus gläubige Menschen haben wir den Auftrag, für andere im Gebet einzustehen. In der Fürbitte andere Menschen vor dem Thron Gottes zu erheben. Und oft stelle ich fest, dass ich da wirklich gut vorankomme. Dass ich bete für die Menschen, die in meiner Umgebung sind. Meine Familie, meine Ehe, meine Kinder, die Menschen, die in meiner näheren Umgebung sind, aber auch einfach für Situationen, für bestimmte Dinge, die der Herr mir aufs Herz legt. Und ich bleibe da eine ganze Weile dran und du wirst es bestimmt aus deinem Leben auch kennen, dass man manchmal an einen Punkt kommt, wo man sagt, oh Mann, jetzt habe ich schon so lange gebetet, jetzt habe ich schon so lange daran festgehalten und ich sehe immer noch keinen Durchbruch. Oft ist es mir schon so gegangen, dass dann der Heilige Geist mich erinnert an den Brief von Kolosser 1, den Paulus geschrieben hat, an die heiligen und gläubigen Brüder. Wahrscheinlich ist der Brief aus seiner ersten Gefangenschaft geschrieben und er ermutigt mich jedes Mal, nicht aufzugeben, dran zu bleiben, mir vom Heiligen Geist die Richtung schenken zu lassen, mir Worte der Verheißung aus seinem Wort für die Person, für die ich bete, geben zu lassen, den Heiligen Geist zu bitten, dass er mich erinnert, nicht nur in meiner Gebetszeit, sondern vielleicht, wenn ich beim Einkaufen bin, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, wenn ich nachts wach bin, dass er mir Menschen in Erinnerung ruft, für die ich im Gebet einstehen soll. Entmutigung im Gebet, keinen Raum zu geben. Und da ist mir dieser Brief von Paulus ein ganz, ganz großes Beispiel. Ich möchte dir diese Verse vorlesen, sodass du sie wirklich in dein Herz aufnimmst. Vielleicht ist es auch einfach mal dran für dich, dass du diese 4, 5 Verse abschreibst und sagst, ja, das will ich mir zu Herzen nehmen. Das ist Kraft aus dem Wort Gottes, wenn ich bete. Nicht aufzugeben. Denn der Brief, den Paulus hier schreibt, beginnt damit, dass er dankbar ist für die Menschen, für die er betet und dass er sagt, deshalb hören wir auch nicht auf. Deshalb hören wir nicht auf zu beten und zu bitten. Ich möchte dir das vorlesen und ich möchte dich bitten, dass du das mit ganz, ganz weit offenem Herzen aufnimmst und sagst, ja, deshalb höre ich nicht auf zu beten und zu bitten. Für meine Kinder, für meine Ehe, für die Situationen, die ungeklärt sind. Deshalb höre ich nicht auf zu beten und zu bitten. Ich lese dir das jetzt vor. Kolosser 1, Vers 9. Deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet, in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und aller Langmut, mit Freuden dem Vater danksagend, der euch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Ist das nicht eine gewaltige Zusage? Ist das nicht ein gewaltiges Vorrecht, zu beten und zu bitten und dran zu bleiben, dass die Menschen, für die wir beten, zur Erkenntnis kommen? Ich will dich ermutigen, mach das zu deinem Fokus im Gebet ganz neu. Gott hat mehr für dich.